So, jetzt schauen wir uns das mal an. Hey, Herr Delfin! Herr Delfin. Ach, wie süß, ein Delfin. Ach, wie süß. Ich heiße Pre-Sheila. Sag es nach. Ich glaube nicht, dass er sprechen kann. Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Shinra? Nein, du irrst dich. Wir kämpfen gegen die Shinra. Und so ist das. Ja. Yeah. Ich glaube euch nicht. Raus hier. Raus hier? Ich bin doch gar nicht drin. Klasse. Schau dir das an. Ja, wie schwer an der Musik zu erkennen. What the? Ein Riesenfisch. Vorsicht, Herr Delfin. Na, da würde ich jetzt nicht hingehen. Ah, ja, genau deswegen. Hey, halt, wir kommen. So, und hier ist auch schon der nächste Boss. Der nächste Boss. Yeah. Und ich habe meine MP nicht aufgeladen mit Tifa. Na gut. So, der nächste Boss, der Bottomswell. Okay. Ja. Ach nee, ja. Oh. Okay, das ist ein Gegner, der nur mit Fernkampfwaffen anzugreifen ist. Ach scheiße, Barret hat keine Fernkampfwaffe mehr. Das heißt, ich muss mich jetzt auf Limits und Zauber beschränken. Aber gut, ich sag mal, der Gegner ist nicht allzu stark. Todesstoß. Und ich kann den Flammenwerfer natürlich einsetzen. Dann werde ich tiefer ein... Achso, geht nicht. Okay. Werde ich tiefer ein Äther überreichen. Also der Gegner ist nicht allzu stark. Er sollte kein Problem darstellen. Der Flammenwerfer. Boom, 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 boom. 241 also. Ein sehr starker Zauber eigentlich. Bauen. Oh, jetzt macht er aber ordentlich Schaden hier. Jetzt macht er aber ordentlich Schaden. Gut, ich werde nochmal Flammenwerfer einsetzen. Mit Barret werde ich nochmal MP-Vernichter einsetzen. Oh yeah, Feuer. Wen greift er jetzt an? Gar nicht mehr. Okay. MP-Vernichter! Kann ich ihm wenigstens seine MP abzocken? Was macht er denn jetzt hier? Ich glaube, er bereitet sich auf einen Angriff vor. Bin ich der Meinung. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich glaube, klauen konnte man von ihm auch nichts Besonderes. Okay, ich werde Barret mal heilen. Ach, okay, ja, das ist das. Ähnliches wie bei... Wie bei der Pyramide von Reno. Der Charakter ist gefangen in dieser komischen Blase. Allerdings kann man diese Blase nur mit Magie zerstören. Das heißt, einmal Magie drauf und die Blase verschwindet. Also ein ähnliches Prinzip wie bei Reno. Damals nur mit der Pyramide. Hier mit einer Luftblase. Was macht er denn jetzt da? Meine Güte. Okay, wir heilen. Ja, Barret. Klaut war schneller. Ich kann mit ihm nicht angreifen, deswegen werde ich nochmal Feuer einsetzen. Also der Gegner dürfte eigentlich gleich down sein. Er ist nicht stark. Er braucht nur immer so lange. Feuer! Bam! So, dann werde ich tiefer mal heilen. Und macht er wieder so ein komisches Blasengedönster. Jo, macht er. Kein Problem. Eis auf Tifa und die Sache ist wieder gegessen. Was ist das denn jetzt? Was verkehrt gemacht? Flammenwerfer. Hallo? Große Welle. Ja, sein stärkster Angriff, die große Welle. So. Soll mir aber nichts ausmachen. Wieso ist Tifa jetzt tot? Ich dachte, wenn... Ja, irgendwas, keine Ahnung. Miss! Auch gut. Irgendwie hat mein Zauber jetzt hier umgebracht. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Flammenwerfer! Heilung auf Tifa.
Okay, und jetzt wird Barrett in diese komische Seifenblase gestopft. Na gut. Also ich war der Meinung, man muss einen Zauber draufknallen und dann ist die Blase verschwunden. Aber irgendwie gerade eben war das nicht der Fall. 249, yeah. Heilung. Wie gesagt, also der Gegner ist eigentlich lachhaft. Und wenn man denn weiß, was man machen muss. Ja. Werde normal Flammenwerfer einsetzen. Barrett werden HP abgezogen. Und zwar sehr rapide. Naja, das kommt von dieser Blase. Die saugt einem die Lebenskraft aus. Deswegen muss man entweder schnell sein oder... Mist, ach, leck mich doch am Arsch. Ja, okay, jetzt müsste die Blase verschwinden, jawohl. Und Barrett ist gerettet. So, ich versuch's nochmal mit Flammenwerfer. Wie gesagt, der Zauber kostet wenig MP und ist eigentlich hautmächtig rein, wenn er denn trifft. Aufrufen kann man ja auch nur einmal pro Kampf. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, ich werde nochmal Flammenwerfer, aber jetzt wird... Ja, jetzt hat es schon wieder Schaden gemacht. Ich verstehe das Prinzip irgendwie nicht. Na gut. Beleben wir ihn wieder. Flammenwerfer. Große Welle. Ich werde Barrett heilen. Barrett darf mit Feuer an und ich hoffe, dieses Viech ist jetzt endlich mal down. Scheiß Viech, dieser komischen Blase. Wo ich das Prinzip nicht verstehe. Mann, Mann, Mann. Oh, Leute. Ja, ich sag's schon, die Videos werden jetzt etwas actionreicher. Kann ich mal Blitz einsetzen. Feuer. Da es jetzt so richtig losgeht, sag ich mal. So, ich werde Cloud heilen. Oh, mein Blitz verfehlt wieder. Nochmal Feuer. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch ein bisschen die Final Fantasy durchstarten. Da ich ja noch einiges vor mir habe und nicht schon wieder diese komische Blase da. Na gut. Egal. Wir werden schon wieder HP abgezogen. Miss. Oh mein Gott, ne. Ehrlich, ich kenne nicht viele Spiele, wo Zauber verfehlen. Kenne ich wirklich nicht. Und Blase weg. Oh yeah. Feuer? Feuer. Flammenwerfer? Bounce. Große Welle. Ja, Cloud ist im Limit-Modus. Entweder er fällt jetzt durch die Flammenwerfer-Attacke oder durch mein Limit. Eins von... Ach so. Ja gut. Yeah, ich hab's geschafft. Er hat sich selbst vernichtet. Beziehungsweise es war sein letzter Angriff. Yeah. Feuerebene plus 1. Powergriff bekommen. Oh yeah. Okay. Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Jop, nein. Jetzt kommt eine kleine Priscilla. Oder Priscilla, ich denke mal, dass man so ausspricht. Die englische Aussprache. Nein, sie atmet nicht. Oh mein Gott. Hey, das war's. Junger Mann, Beatmung. Und zwar sofort. Mund-zu-Mund-Beatmung? Mach schon, Cloud. Aber sie ist doch nur ein Mädchen. Cloud, was willst du tun? Was? Du weißt nicht wie? Komm hierher, ich zeige es dir. Na, es muss wohl sein. Yeah. Hol tief Luft und halte den Atem an. Dann blas die Luft in sie hinein. Schnell, mach zu. Mach zu? Ja, ein kleines Geschicklichkeitsspiel mal wieder. Drücke einmal die Viereck-Taste, sodass die Herz-Lungen-Skala gestartet wird. Drückst du die Taste zweimal, wird die Skala gestoppt, ausgeblendet. Ja, das war zu wenig Luft. Also, man muss die Taste drücken. Dann die Luft quasi in sich, also Luft einsaugen. Dann muss man die Taste wieder loslassen, beziehungsweise nochmal drücken. So, Taste gedrückt halten. Sodass viel Luft in die Lunge kommt. Jetzt die Taste nochmal drücken. Und jetzt bläst er die Luft herein. Das muss man ein paar Mal wiederholen. Oh, ja, das war jetzt zu wenig. Das war meine Schuld. Wie gesagt, sie kann nicht sterben, also
muss keine Angst haben, dass man hier jetzt irgendwie Game Over geht oder so. Ich habe es am Anfang, wo ich es das erste Mal gespielt habe, überhaupt nicht gecheckt. Ganz ehrlich. Aber mittlerweile, wie gesagt, Viereck drücken, gedrückt halten, Luft reinsaugen, noch einmal dann drücken und dann die saugt er die, also beatmet er sie halt. Das muss man, glaube ich, so 3 oder 4 oder 5 Mal, keine Ahnung, wiederholen. Kann auch ein bisschen mehr Luft dazugeben. Wie gesagt, das muss man jetzt ein paar Mal machen. Meine Videozeit ist gleich vorbei, das heißt, ich werde, glaube ich, hier jetzt einen Schnitt machen. Und dann geht es auch gleich weiter. So, und nochmal. Ja. Hier werde ich einen kleinen Schnitt machen. Bis gleich.